Duisburg mehr oder weniger ein Albtraum geworden, jetzt überhaupt in dieses Geschehen mit eingreifen zu können. Denn viele Leute wissen ja, dass man schon ohne 200.000, 300.000 Mark überhaupt gar keinen Platz in irgendeinem Team bekommt. Aus dem Grund ist es für mich uninteressant geworden. Ich hatte schon mal mit den Gedanken gespielt, aber wissen Sie, ich habe das jetzt so weit gebracht in meiner Disziplin, dass ich da geachtet werde und in die Annalen der Bestrangliste der Welt der Sandbahn- und Spielfahrer mich hineingebracht habe. Und erst heute wieder gewonnen, nicht? Da steht der große Kranz. Sie sind ja direkt von einem Rennen gekommen, genau, ich hier im Studio. Wo war das und um was ging es denn? Das ist ein internationales Grasbahnrennen gewesen. Mhm. Da waren 7 Nationen am Start, und zwar in Bad Walze. Die haben eine ganz neue, fantastische Bahn gebaut, was eigentlich sehr schön ist, denn in Deutschland entstehen immer mehr Bahnen. Wir haben jetzt 143 Rennbahnen in Deutschland, und das ist meiner Meinung nach, wenn man jetzt mal Vergleiche zieht zum Straßenrennsport, eine überwältigende Mehrheit. Und auch die Zuschauerzahlen werden von Jahr zu Jahr besser. Ich meine, das spricht alles dafür, dass ich noch ein bisschen weitermachen muss in diesem Sport, weil es geht ja auch ein bisschen. Darüber werden wir auch nachher reden. Sie haben gerade gesagt, Sie sind im Grasbahnrennen gefahren. Da gibt es da Grasbahn, Sandbahn, es gibt Speedway. Gibt es da noch Unterschiede? Weltmeisterschaften werden in zwei Disziplinen ausgetragen. Und zwar, wir fahren alle mit 500 Kubikzentimeter Einzylinder, Viertaktmotor, das ist Pflicht. Die Weltmeisterschaft der Speedway-Fahrer wird auf einer maximal 400 Meter langen Bahn ausgetragen. Und die Weltmeisterschaft der Sandbahnfahrer, das heißt Long Track, das ist 1000 Meter die Distanz. Und die wird dann beim Speedway viermal durchfahren und beim Sandbahnrennen, also 1000 Meter, dreimal durchfahren. Und insgesamt geht man an einen Tag, wo die Weltmeisterschaft sich abspielt, geht man 6-mal an den Start, und der punkthöchste Fahrer, wir haben einen kleinen Beitrag vorhin gesehen, wo man sieht, dass immer die Fahrer an den Start gehen, und der Erster ist, der kriegt dann 5 Punkte und so weiter, dann nach hinten. Da darf ich Sie gleich mal unterbrechen, denn wir haben ja noch ein bisschen Optik vorbereitet, und zwar vom Weltmeisterschaftslauf in Mühldorf, als Sie also Weltmeister geworden sind vor 14 Tagen. Vielleicht können wir das mal einspielen. Herr Müller, da sehen Sie sich jetzt selbst. Vielleicht können Sie mal aus dem Studio ein bisschen Stecken kommentieren. Sie sehen jetzt, dass ich das Vorderrad nur ein bisschen hoch hatte. Das ist Sie sind der Vordere jetzt. Jawohl. Das ist der optimale Anpressdruck auf die Bahn, den man braucht, um katapulthaftig zu starten. Mein Konkurrent Wiesberg, der Deutsche, der jetzt an zweiter Stelle liegt, hat da einen kleinen Fehler gemacht am Start. Ihm ist das Motorrad hochgeschickt, wahrscheinlich aufgrund Nervosität oder was weiß ich. Aber ich habe jetzt Probleme wieder in der dritten Runde, habe ich jetzt einen Schlauch im Mund. Jetzt sehen Sie, ich stecke einen Schlauch im Mund rein. Und zwar geht der Schlauch zum Tank hin, und ich hatte das ganze Rennen über, daher auch der miese Start mit 2 zweiten und 1 dritten Platz in den ersten 3 Vorläufen, habe ich jetzt in den Schlauch reingeblasen, und dadurch hat sich der Vergaser mehr gefüllt, also das Schwimmerniveau hat sich da wieder eingependelt, wo es sein sollte. Was erreichen Sie hier für Geschwindigkeiten in dieser Kurve? 100, das ist ja mörderisch, was Sie hier machen. Die gerade kommen runter mit ungefähr 170 Stundenkilometer und fahren dann ohne Gas wegzunehmen in die Kurve rein. Wie halten Sie die Balance? Ja, das ist natürlich Geschicklichkeit, und das ist, gucken Sie mal, sehen Sie das Sie Bein jetzt? Sich mit dem Bein das auf, Bein, ja, nein, das sieht nur so aus, das Bein ist die Balancestange. Ja. Ja, wir haben ja keine, wir können ja zwischen den Zielen keine Balancestange halten, deshalb müssen wir das Bein nehmen. Das ist das Einzige, was nicht an der Maschine dran ist, was man zum Balancieren nehmen kann. Und das ist das, was wir jetzt ausbalancieren. Jetzt sehen Sie zum Beispiel, in der letzten Runde greift Wiesbett wieder an, weil mein Motor wieder anfängt, schlecht zu laufen. Ne? Und jetzt habe ich die ganze Zeit den Schlauch im Mund und drücke immer in den Tank die Luft rein. Ja. Und da war er Weltmeister. Egal, zum dritten Mal, ne? Ja, ein Glück, ne? Ja. Es sieht sehr gefährlich aus, ist es wahrscheinlich auch, Herr Müller, nicht? Man kann sich verletzen. Ja, wenn man sagt, es ist ungefährlich, ist natürlich hypothetisch. Aber wissen Sie, Sie können jetzt rausgehen und über einen Stuhl hier stolpern und brechen sich sonst was. Das ist genauso gefährlich. Also wenn man das Pech hat im Leben und es sei einem nicht vergönnt, dass man gesund überall durchkommt, ja, reden wir mal vom Verdienst. Was verdienen Sie so? Ich habe mir also sagen, dass ich habe ein Interview gelesen in den letzten Tagen, pro Start 4.000 bis 8.000 Mark. Ja, wissen Sie, die Zeitungen schreiben viel, dramatisieren und ändern auch ein bisschen um. Ich meine, es ist einerseits ganz gut, dass man mit so spektakulären Zahlen rumläuft, ja, weil jeder denkt natürlich, mir gucken die Tausende aus den Strümpfen raus. Es ist aber nicht der Fall, weil das Erste ist,
Die Rennmaschinen sind sehr teuer, die Wartung, die Hotelkosten, Anreisewege, Flüge und so weiter. Ohne Flüge ist es nicht mehr zu bewältigen, der Stress. Dazu kommt, dass das Finanzamt natürlich reichlich die Kelle macht. Und ich bin der einzige deutsche Spitzenfahrer, der auch seine Steuern pünktlich bezahlt, möchte ich sagen. Wer sponsert Sie? Haben die? Das sind verschiedene Firmen, die da eingestiegen sind, aufgrund der Art, wie ich mich vermarkte. Mhm. Und ist ja nicht schlecht. Es gibt immer mal ein paar Mark, ja. Mhm. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass man immer schnell bedient wird mit Ersatzteilen und so weiter, was sehr wichtig ist in unserem Sport. Man hat Sie auch gefragt, ob Sie gern aufhören würden, wegen der Gefahr eben in diesem Sport. Da sollen Sie gesagt haben, am liebsten würden Sie die ganzen Maschinen verschrotten. Wenn ich jetzt endlich mal einen verdammten Hit habe, ja. Dann würde ich den ganzen Kram wohl an den Nagel hängen. Obwohl ich hänge sehr an dem Sport, aber wissen Sie, es wird einfach zu gefährlich. Ich habe zwei Freunde jetzt in den letzten 14 Monaten verloren, die wirklich befreundet waren mit mir, bei denen ich übernachtet habe und ich habe bei denen übernachtet und es ist einfach zu gefährlich. Wissen Sie, die sehen mich natürlich immer mit den dicken Autos reinfahren ins Stadion und jetzt wollen sie mir alle nacheifern. Ist ja klar, können sie ja auch ruhig und deshalb fahren sehr viele mit wenig Kopf, glaube ich. Das hatte man heute erst wieder gesehen, dass einige Leute doch runterflogen und sich die Finger gebrochen haben und so weiter, weil sie bloß, sie wollten einmal den Weltmeister und dennoch einen frisch gebackenen Weltmeister, denn das wollten die unbedingt schaffen und leider haben sie nur wieder an meinem Hinterrad. Also wenn der Egon Müller aufhört, Speedway zu fahren, dann wird er sich stärker in der Popszene engagieren. Genau, ist das so richtig? Ja, das ist richtig, weil wir machen immer nebenbei ein paar Schallplatten. Sie werden nachher mein neuestes Produkt hören, live. Und es läuft sehr gut, wissen Sie. Man fehlt bloß dieser wahnsinnige Durchbruch, ja, wissen Sie das? Vielleicht verhilft Ihnen Sport im Dritten zum großen Durchbruch. Ja, das macht sehr viel aus. Also am Schluss werden wir Sie noch mal hören mit Ihrer neuesten Platte und wir machen jetzt zunächst mal weiter mit Nachrichten.